Wenn Kinder auf die schiefe Bahn geraten, ist es ja oft schon zu spät für eine bessere Zukunft. Aber gerade für Flüchtlingskinder, die fern der Heimat weder die Sprache sprechen noch eine richtige Perspektive haben, ist die Gefahr groß. Sama hat es selbst erlebt. Der 31-jährige Libanese mit deutschem Pass ist als Kind mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet. Als ehrenamtlicher Streetworker versucht er jetzt, Flüchtlingskindern neue Ziele zu vermitteln. Soran, Christian, Viktor, Kemal, Daniel. Das sind nicht die eigenen, aber doch irgendwie seine Kinder, um die er sich kümmert. Sama Ismailat, 31, Libanese mit deutschem Pass, Streetworker in Hamburg, dort, wo besonders viele Flüchtlingskinder leben. Sama ist korrekter Typ. Korrekter Typ, was heißt das? So korrekt oder was? Korrekt. Aber er ist ein netter Kerl. Netter Kerl, alles ist er. Und er behandelt uns so, wie wir es auch wollen. Denn Sama weiß, wie es sich anfühlt, als Kind in ein fremdes Land zu kommen. Mit ihm und seinen vier Brüdern flüchteten seine Eltern damals vor dem Bürgerkrieg aus dem Libanon nach Deutschland. Ja, er ist auch so aufgewachsen. Das ist der Unterschied. Genauso komme ich nach Deutschland als Kriegsflüchtling. So wie ihr, ne? Kein Pass, kein Geld, gar nichts. Schlafen meinen Brüdern zu viert in einem Zimmer. Respekt hat er mir auch beigebracht. Kinderschlag. Nein, was, das Kinderschlag? Nicht. Nein, Kinderschlagen hat er mir auch beigebracht, damit ich das nicht mehr mache. Es hat auch 2 Jahre gedauert, bis sie aufgehört haben, mir Sachen aus der Tasche zu nehmen. Ne? Ihr habt den Sachen aus der Tasche genommen, den Samen? Ja. Ja? Geld. Ja. Wie bitte? Geld. Geld. Weil in den 2 Jahren haben so 10, 20 weitere hier probiert zu arbeiten. Und alle haben aufgegeben. Und weiß nicht, das hat mich irgendwie motiviert. Ich bin hier geboren. Ich bin im Ghetto geboren. Im Ghetto? War das Ghetto? Ghetto ist Bildung, das ist Ghetto. Ghetto nennen sie diesen Ort in Hamburg. Besonders schön ist es hier nicht und viel los ist hier auch nicht. Nur einmal in der Woche warten sie auf Sama. Er selbst holt die Kinder von zu Hause ab, um mit ihnen Hip-Hop und Sport zu machen. Wie geht's euch heute? Sama ist einer der wenigen, der mit den Kindern klarkommt. Viele Sozialarbeiter haben es hier aufgegeben, denn die Jungs sind keine Engel, aber Sama vertrauen sie. Einziger Ort zum Abhängen, der Platz vor der Autobahnbrücke. Hier übt Sama mit ihnen Hip-Hop-Texte. Meine Straße, mein Viertel. Sie nennen uns Zigeuner, aber ehrlich zu sagen, wir sind keine Streuner. Sie nennen uns Ziege oder Diebe, fragen, wenn ich ihn abschiebe. Yeah. Und Sama lässt sie dabei ihre Sprache sprechen. Schon viel gesehen, Sachen, die andere nicht verstehen. 1, 2, check mein Flow. Hier ist meine Schuhe, ich bin der Beste in Bilbo. Yeah. Es ist schwer, hier aufzuwachsen und mehr. Wer es nicht glaubt, komm her. Egal, nochmal. Hier, Ton an, hier kommt der Soran. Egal, wo du wohnst, Mann. Her mit deinem Lohn, Mann. Genau so, doch. So läuft das hier und bei dir, du bist der Klaus Klopapier. Manche können nicht lesen und schreiben. Da sagt einer vom Hip-Hop-Kurs zu mir, ja, ich schreibe ihm die Texte, damit er sie auswendig lernt, damit er erstmal was zum Rappen hat. Das kommt dazu mir und sagt, ich gehe jetzt wieder in die Schule, ne, weil ich möchte meine Texte selbst schreiben. So, das ist schon mal ein Erfolg, um weiterzumachen. Für ihn und Kumpel Robby, der den Kids Tanzschritte beibringt. Beide bekommen keinen Cent dafür, denn Gelder eines freien sozialen Trägers für das Projekt wurden gestrichen. Für die Jungs ist Sama Ismailat nicht nur Vorbild, sondern auch eine Art großer Bruder und Freund, der für sie da ist, auch wenn es mal Ärger gibt. Ich bekomme, wenn ich sage, warum spuckst du, dann nimmt der Holz, macht dir kaputt, hüpft gegen meinen Kopf, ich halte ihn nur auf Wut. Sie lernen schon früh, nicht miteinander zu spielen, so, und den anderen irgendwie schlechter zu finden. So, und das ist halt das größte Problem, was ich versuche durch Sport, ne, so wieder gerade zu biegen. Und dann vergessen sie kurz, dass der eine aus Serbien, Albanien, Montenegro, Afghanistan oder Iran kommt. Mit den Hip-Hop-Jungs geht Sama jetzt Basketball spielen. Aufwärmen für sein Basketball-Camp. Hier ist der ehemalige Basketball-Profi ganz in seinem Element. Er selbst hat Geldgeber gesucht und eine Stiftung gefunden, die von ihm und seinem Projekt überzeugt ist. Ich glaube, das Wichtigste, und das ist auch etwas, was mich wirklich überzeugt hat und weswegen wir das auch voll unterstützen, ist, dass er die Sprache der Kinder spricht. Er ist ein Vorbild für diese Kinder, absolut. Also er ist wirklich jemand, der aus ganz schwierigen Verhältnissen auch hierher gekommen ist. Er kennt Flucht, er kennt Armut sicher auch. Und ich glaube, dass für Kinder sowas wichtig ist, dass sie sehen, Mensch, hier ist jemand, dem kann ich nachstreben. Das ist jemand, der mein Vorbild, mein Hero ist. Er ist der Netteste. Er ist der beste Trainer von ganz
Über so viel Zuspruch ist Samer glücklich und er hofft auch hier Nachwuchs für den Basketballsport zu finden. Mit Hilfe eines Vereins will er in Hamburg eine Mannschaft aufbauen, die es vielleicht eines Tages einmal bis in die Bundesliga schafft. Seine Brüder, die die Camps unterstützen, wissen, was Basketball für Samer bedeutet. Also mehr, als man in Worte passen kann, glaube ich. Ja, das ist wirklich sein Leben einfach. Also er lebt das von klein auf. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, als er also von klein auf direkt im Basketball gehabt und alle motiviert, die um ihn rum sind und immer 100% dabei gewesen. Schon als Kind hat er den Sport für sich entdeckt und seine vier Brüder angesteckt. Wir sind zusammen so einfach nachts aufgewacht, um Basketball zu schauen. Haben uns im Flur getroffen, ne? Und wenn jemand verpennt hatte, wurde er aufgeweckt sogar. Ne? Zum Basketball. Damit er nachts um drei NBA-Spiele gucken kann. Samer schaffte es bis in die zweite Bundesliga, spielte in der ersten Liga seiner alten Heimat im Libanon, wechselte dann zum FC Barcelona, wo er sich allerdings schwer verletzte. Aus war es mit seiner Profikarriere. Es sollte irgendwie nicht sein mit meiner Spielerkarriere. Ich hatte eigentlich vor, so lange Basketball zu spielen, bis ich im Rollstuhl sitze. Und dann wollte ich wechseln in die Rollstuhlliga und nochmal weiterspielen und danach erst Trainer werden. Als Personal Trainer und Basketball Coach verdient er heute sein Geld. Lee Shaw und Jonas hat er im Basketball Camp kennengelernt, trainiert beide umsonst. Der Traum vom Basketball-Profi könnte insbesondere für Lee Shaw wahr werden. Ein Traum, den Samer selbst nicht ganz zu Ende träumen konnte. Okay, er muss rein. Als Streetworker aber ist er für seine Kids der Held, der ihnen zeigt, dass sie was wert sind, dass sie was erreichen können, wenn sie ein Ziel haben und der daran glaubt, dass auch sie was drauf haben.